Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Airbrush TV. Heute im Test die Basic Sketcher von Molotov. Mit diesen Allround-Markern auf Alkoholbasis kann man auf unterschiedliche Malgründe arbeiten. Hier zum Beispiel mit so einem Copypaper. Und es gibt auf der einen Seite eine Stiftspitze mit 1 mm und auf der anderen eine breite Spitze mit 2 bis 6 mm, je nachdem, wie man den hält. Ja, ich starte jetzt hier mit meiner Illustration, erst mit einem Bleistift und mache eine Skizze vorab. Und dann kann ich mit den Markern diese kolorieren, um später zu sehen, wie ich mein Airbrush-Motiv ausarbeiten möchte. So, ich starte jetzt hier im oberen Bereich mit so einem Blauton, lasse die Wolken so ein bisschen offen stehen. Ja, geht man öfter über eine Fläche, wird es dann dunkler. Es gibt auch noch einen Blender mit zu kaufen. Damit kann man dann auf dem Papier noch weiche Übergänge erzeugen. Es gibt insgesamt 120 Farbtöne und es gibt auch 12 verschiedene Serversets mit diesen Basic Sketchern. Und in jedem Set ist auch noch ein Blender mit enthalten, um Farbverläufe zu generieren. Man kann mit diesen Markern auf Copypapier gehen, ins Skizzenbuch arbeiten, auf einem Synthetikpapier wie La Navagard oder Jupo oder spezielles Markerpapier. So, zum Schluss gehe ich mal um den Kontrast zu erhöhen mit Schwarz noch rein. Dann hat man schon mal so eine grobe Vorstellung, welche Farbigkeit das haben soll. Und dann kann man mit Airbrush-Farben nochmal komplett drüber nebeln. Die Marker betten sich dann in den Background zum Beispiel mit ein.